Ja, Leute, es ist soweit. Und zwar ein neues Set, was ich hier früher öffnen darf. Und es handelt sich natürlich um Quarter Century Bonanza. Und ja, ich freue mich wirklich auf dieses Set. Denn ich weiß, wie immer, nicht alle Karten. Hier natürlich keine Anmerkung. Aber einige doch. Und ich bin gespannt, wie. Oh ja, das ist ja schon wieder hier. Wenn das funktioniert, dann bin ich immer schon happy. Ja, ganz einfache Öffnungstechnik damit. Das Ganze geht ganz einfach. Und wir haben hier wirklich besonders, weil dies hier ist quasi zwei Sets im einen. Wir haben einmal Karten aus älteren Karten, also aus alten Karten zusammen und natürlich auch moderneren. Und da habe ich auch Bock. Dann machen wir das Ganze auf. Und wie auch schon bei der Rarity Collection hier. Oh, schön. Also ich mag es einfach. Ich mag es einfach. Aber wir gehen jetzt hier weiter. Da haben wir natürlich die Packs. Und da freue ich mich. Artwork, der Pack schon mal 10 von 10. So, aber jetzt wollen wir nicht nur Artwork der Packs haben. Jetzt wollen wir natürlich auch die Karten haben. Mal gucken, was wir hier ziehen. Wie gesagt, die Booster sind immer nach einem gewissen Muster aufgebaut. Das ist schon mal hier die erste Sache, die man hier erwähnen kann. Denn wir fangen natürlich selbstverständlich hier an mit einer Super Rare. Dann machen wir weiter mit. Oh, eine Quarter direkt. Eine Quarter sind Rare. Allure. Verlockung der Finsternis. Nice. Dann haben wir. Fischbock. Strahlenschütze. Natürlich sehr gut hier für Time Wizard. Dann haben wir rotäugige Einblick. Und wir haben, die Hexe. Ja, Leute, die Hexe natürlich auch ein Highlight hier des Sets. So, jetzt weiß ich gar nicht, wonach ich das. Das hier ist übrigens natürlich keine Quarter. Das ist ein Platinum. Und ja, müssen wir natürlich gucken hier. Ja, wie sortieren wir das Ganze denn hier jetzt? Wir machen das mal. Ja, wir machen das mal so. So, also ihr seht, hier geht es direkt los. Und wir machen hier als nächstes. Und wir haben hier in diesem Fall jetzt. Super Rare. Dann haben wir hier. Oh, Ossinato! Super gute Karte. Ja, ich weiß echt nicht, wie das sortieren soll. Ossinato ist auf jeden Fall eine der Karten, die ich hier mit ein Highlight finde. Und. Oh, Kreaturentausch. Wie gesagt, ne? Hier ist immer ein Slot drin, der eben. Ich habe gesagt, das sind zwei Sets quasi. Es gibt einmal ein Kartenpool von Karten. Das sind die anderen. Und eine Karte, das ist in diesem Fall diese hier, die eben Quarter oder Platinum ist. So, hier Platinum. Und dann. Tempest hier in. Ulti, sehr hübsch. Und noch, boah, Alter, zwei Ultis direkt. Ich würde sagen, die Luxurious Rares legen wir auch zur Seite. Genau, das ist so jetzt hier the way to go. Oder wir machen das so, Luxurious Rare gehen zur Seite und dann Karten, die ich nice finde. So, also direkt hier, oh, wäre die erste Karte auch noch gewesen, dann hätten wir einfach nur Luxurious Rares drin gehabt. Verlockung der Finsternis, Rivalität in Secret Rare, sehr hübsch. Und ich muss sagen, dieser Secret Rare Effekt, also dieses, ich liebe es. Es, wie gesagt, ich finde es einfach toll. Dann haben wir, Naturia Beast, hier jetzt als Platinum. Aber ich finde Platinum auch sehr schön. Ey, es schimmert so sehr. Das ist, wie gesagt, die Karte. Dann haben wir nochmal, interessant, den Flammenwerkdrache. Und wir haben Antiker Antrieb. So, Antiker Antrieb. Ja, komm, den packen wir jetzt hier hin. Also, ich bin gerade überfordert hier mit der Zuordnung der Karten. Wir machen das mal so. Und ich finde, doch, ich finde sogar Kriegsherrn sehr, sehr nice. Ey, das Set macht wieder mega Spaß zu öffnen. Also, das Set macht Spaß zu öffnen. So, jetzt gehen wir hier zur Seite. Und was haben wir? Wir haben hier Tempest. Diesmal. Wie gesagt, wichtig, das ist auch noch eine Erwähnung, die ich gar nicht gesagt habe. Natürlich, wir haben ja schon bereits erlebt, dass wir hier Tempest in eben Ultimate Rare gezogen haben. Aber gibt es natürlich auch einen Super Rare. Also, von daher, in allen Raritäten. Oh, Gefängnis. Antiker Antriebsgolem. Sehr, sehr hübsch. Und dann haben wir, sechs Samurai vereint. Und einer für einen in alternativen Artwork. Das ist für mich eine Highlight-Karte. Muss ich an dieser Stelle sagen, das ist doch eine Highlight-Karte für mich. Weil ich finde, diese alternativen Artworks, unglaublich schön. Also wirklich sehr schön. Und ich weiß, hier sind noch mehr dran. Jetzt hier, wir haben ein Radox. Wir haben, Abgrundhai. Hier als Quarter. Da freuen sich natürlich die High-Spieler. Und Karius, der Schattenmonarch. Das ist super. Das wird Time Wizard einfach eine 10 von 10. Ja, das, warte, wir müssen jetzt hier wieder sortieren. So, so, ist gar nicht so leicht. Und dann haben wir, Koloss in Ulti. Oh, ich liebe es, ne? Dieses, also es ist ja quasi 3D. Ach, sehr schön. Und, Galatea in noch der nächsten Rarität, um genau zu sein. Hier dann eben in Collectors. Oh, sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Ihr seht es hier. Oh, ich liebe diesen Effekt. Also ich mag es einfach. Ich mag einfach diese Rarität. Da haben wir jetzt hier. Oh, Schwierigkeit mit Öffnen. Weiter geht's. Phönix. Gute Karte natürlich. Phönix. Ah, Phönix ist dann ja auch in jeder Rarität hier da.
Bestrafungsdrache hier drin. Dann haben wir Raigeki! Ja, let's go! Raigeki einfach im Platinum. Nehmen wir mit. Insel, Feuer und Madolche. Madolche natürlich auch sehr passend, weil Madolche natürlich auch neue Karten bekommen hat. Also von daher auch sehr, sehr passend hier natürlich. Wie geht's weiter? Wir haben hier wirklich einiges von den Drachenmädchen. Oh! Hartriegel ist hier drin. Interessant. Und oh, durch das an. Der wunderschöne, rotäugiger, finster Metalldrache. Sieht sehr hübsch aus. Ist natürlich einer der älteren Karten hier. Und oh, Total Flagge ist hier drin. Interessant, interessant. Ja, wie gut. Protoss. Ist der beste Freund von Protoss. So, weiter geht's hier jetzt. Oh, Liebe ist hier drin. Oh, Juggernaut Liebe ist drin. Das ist. Ah, das ist schon eine der coolen Karten, definitiv. Blaster und oh, dunkles Magiermädchen hier im Platinum. Nehmen wir natürlich mit. Markierte Öffnung und. Ah, die Drachenherrscher. Ich finde es cool, dass hier die ganzen Dragon Rulers drin sind. Ist ja auch. Also sind ja sehr alte Karten, muss man ja sagen. Oh, das lockende Ungeheuer ist hier drin. Interessant. Kriegsherr, wieder als Siegert. Makrokosmos, Kolossus und Protoss. Protoss ist ja auch nochmal drin. Okay, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Wir haben noch drei auf der ersten Hälfte. Oh, dann ist schon die Hälfte vorbei. Es tut mir leid. Oh. Ich krieg die auch nicht richtig auf hier. So. Was haben wir dann? Oh, Atlantisch. Das ist nett, Atlantisch. Atlantisch nehmen wir mit. Oh, Tiefseetaucher. Und, oh, Shien. Ja, Six Samurai natürlich auch neuen Support bekommen. Samurai vereint. Ich meine, ja, wie gesagt, wir haben ja schon Samurai-Karten gezogen. Aber das hier Shien hier in diesem Fall als Quarter. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch, das Ganze. Jetzt haben wir wieder Bestrafungsdrache. Oh, der Dragon Ruler als Platinum Rare. Oh, und dann hier ebenfalls Platinum Rare. Dann nochmal Todfeind. Oh, und Set Rotation. Set Rotation natürlich auch gut. Ah, ne, wir wollten ja hier die Luxury Rare zur Seite legen. Habe ich das hier falsch gemacht? Ne, ist doch richtig. Oh, ich liebe diesen Secret Rare Effekt, ne? Habe ich schon gesagt, dass ich den Secret Rare Effekt liebe? Ich glaube schon. Secret Effekt ist wirklich, also gefällt. Oh! Kizaru! Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass auf jeden Fall ein Highlight. Polymerisation im alternativen Artwork auch richtig hübsch, wie ich auch zu messen kann. Truppenexil. Ja, Time was alles gut. Nachbarsgrasen! Das ist super. Das ist super. Das ist ein Riesenhighlight. Nachbarsgrasen Bühner. Wieder auf 1 erlaubt. Hui! Wir haben ja dann noch mehr Karten. Wieder erlaubt. Und jetzt hier auch im Set. Das ist doch schön. Ja, da freut sich der ein oder andere für das ein oder andere Deck. Definitiv. Weiter geht's hier. Ja, wie. Warte mal. Haben wir beide Artworks? Nee, okay. Es ist das gleiche Artwork. Ich dachte gerade, Hartriegel ist im anderen Artwork auch da. Aber nein, es ist das gleiche Artwork. Galatea und. Oh, dunkler Paladin! Interessant, interessant. Gab's ja auch schon ein Speedtool hier jetzt als. Platinum. Und als Ulti Trap Trick und. Verfluchtes Siegel ist ja auch drin. Aber Trap Trick, oh, ist hübsch. Es ist echt hübsch. Ja, genau. Kamera sagt nö. Da. Hübsch. Nehmen wir doch mit. Wunderschön. Weiter geht's hier. So, was haben wir hier? Wir haben. Guck mal, da sieht man genau das. Es kann eben alle Raritäten haben, ne? Also, sie kann super sein, die kann Secret Rain, sie kann Ultra sein. Alles super cool. Dann haben wir. Als Quarter und nochmal Altform Phoenix. Altform Phoenix, nice. Ich frage mich, ob die anderen hier auch drin sind. Was wollen wir eigentlich noch ziehen? Ist ja eigentlich so in der Regel, dass ich mal sage, Wasser ist hier ebenfalls drin. Sehr interessant. Dann haben wir Uhrwerk, auch gut. Runing Kröte. Oh! Es ist nicht der schwarze Rosenhahn, aber es ist der schwarze Rosenmondlichtdrache. Hier eben als Ultimate Crane. Nehmen wir natürlich mit. Was wollte ich sagen? Ich bin jetzt. Genau, welche Karte wollen wir ziehen? Genau, so. Ja, so, das war das, was ich eigentlich reden sollte. Und ich möchte natürlich gerne eine Prinzessin ziehen, aber. Hundenversion nochmal im anderen Artwork. Wie gesagt, gefällt. Oh! Ja! Let's go! Ja, Leute, also das ist ja für. Das ist ja für Time Wizard einfach 10 von 10. Aber ich glaube, das habe ich jetzt schon oft gesagt. Alter, Time Wizard-Freunde freuen sich hier wirklich. Dann haben wir einen Austauschfrosch. Nochmal nach was ganz Grüner. Sehr gut. Dann haben wir Windsturm. Hier aber nur als Platinum. Kusaro, was sehr gut ist. Und oh! Sagenhafter hier auch als Reprint. Das gefällt mir doch. Heißt also, die Karte haben wir dann auch. Jetzt hier. Was haben wir noch? Todflagge.
Set Rotation als Platinum. Oh, solche verbreitender Zombie. Auch super gut. Und auch sehr nette. Auch ebenfalls hier für Time Wizard. Oh, schön. Schön. Also es ist genau das. Markierte Öffnung. Chinzo im Platinum. Und gewinnen. Sonic Mining. Sonic Gewinnung. So. Und jetzt wollen wir hier noch eine Princess hin. Komm. Eine Princess. Princess für mein Cell. Mein großer Name an der Deck. Upstart. Trap Trick und Galatea. Galatea natürlich auch. Orkus. Da kommen ja auch langfristig neue Karten zu, ne? Ja, man glaubt es kaum. Ging auch nochmal neue Karten. Todfeind. Oh, ein für einen Secret. Sehr hübsch. Oh, auf eine Zwiebel. Ebenfalls Time Wizard und hier in Platinum. Und eine Ulti. Ne, war das Ulti? Das ist Collector. Das ist Collectors, ne? Oh, hübsch. Hübsch. Hübsch, 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 hübsch. Und dann haben wir. Oh, Prinz ist auch hier drin. Oh nein, es ist schon bald vorbei. Drei nur noch. Es macht so viel Spaß. Es macht so viel Spaß. Ich will noch mehr. Insel. Orkust. Sehr gut. Passt. Oh, Maschinenduplizierung. Super hübsch. Super gut. Dann noch drauf. Und Armageddon Knight. Auch sehr, sehr gut hier drin. Alter, Alter. So, was haben wir dann noch hier? Wir haben Fake Sack. Atlantischer. Dimensionsriss. Orkust. Und noch. Und jetzt kommt letztes Pack. Last Pack Magic, wie man so schön nennt. Wir haben, oh, Geisterschnitte und Winterkirschblüte. Reaper, okay. Oh, Tiefsee, Implatium und, oh, nochmal richtig hübsch. Natura Barkion. Dann haben wir nochmal, oh, Collectors und Malicious ist drin. Naja, also ich weiß nicht. So, Malicious ist drin. Oh, Malicious ist auch cool. Also wir haben hier einmal, hier die, ja, also wie gesagt, ne, das ist halt Time Wizard, also es ist Time Wizard, Time, also, ne, also, brauche ich nicht drüber reden, Regeki, Kaio ist auch super gut. Ja, das sind einmal die. Dann haben wir hier die Karten, die ich auf jeden Fall richtig nice finde, also ich persönlich jetzt, ist ja auch eine Geschmackssache, ne, wir haben natürlich, wie gesagt, ich mag One for One im alternativen Artwork. Gras, super, Polymerisation alternativ, Kisaurus, auch ein Highlight, Protoss, Hadriger, ja, da hatten wir schon Rivalität, Ostinato und natürlich die Hexe. Und dann haben wir hier in Luxury Rare, wenn ich jetzt keine übersehen habe, haben wir hier Collectors. Das ist Ulti, das ist Ulti, das ist Platinum. Wir sortieren die mal eben. Platinum, das ist Collector, das ist Ulti, das ist, oh, das ist Quarter, Ulti, Quarter und das ist Ulti. Genau, also wir haben hier, wie gesagt, hier eben Ulti. Ist auch hübsch, einfach hübsch. Dann Collectors hier. Auch dann hier eine Platinum. Und dann haben wir zweimal eine Quarter Century. Wie gesagt, ne, wir haben davor noch ein paar mehr. Also ja, hier sind auch noch Platinums mit drin, aber wir haben hier da zum Beispiel. Also, ne? Sehr nice, sehr nice. Ja, ey Leute, was soll ich sagen? Hat mega Spaß gemacht, das Set aufzumachen. Also das Set macht unglaublich Spaß aufzumachen. Ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.